Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die freundliche Einführung. Weil wir nicht so viel Zeit haben, will ich praktisch sofort anfangen. Die europäische Moderne ist dadurch gekennzeichnet, dass gesellschaftliche Ordnung nicht mehr vorgegeben, sondern Gestaltungsaufgabe sind. Die heutige Zeit macht deutlich, dass Appelle an das moralische Handeln des Einzelnen nicht ausreichen, sondern eine ethische Reflexion über intelligente Systeme, die Technik und das Internet, über Strukturen und Institutionen erforderlich ist. Im 20. Jahrhundert wurde Verantwortung zu einer ethischen Schlüsselkategorie. Verantwortung, auf Arabisch Mesuliyyah, markiert Grenzen für das menschliche Handeln und bringt besonders die Zukunftsdimension des Handelns zum Ausdruck. Ausgerichtet wird die Verantwortung an Maßstäben und Kriterien, die lässt sich an oberster Stelle die Menschenwürde nennen. Verantwortung setzt freie, zurechnungsfähige Subjekte als ihr Träger voraus und umfasst gleichzeitig ein Pflichtbewusstsein für Werte, die heute nicht mehr als selbstverständliche Vorgaben gelten können. Aus religiöser Sicht handelt es sich dabei um eine Verantwortung vor Gott, der von Muslimen als Schöpfer der Welt und endzeitlicher Richter bekannt wird. Die göttliche Verantwortungsinstanz wird im Gewissen und durch die Vernunft und das Herz des Menschen greifbar. Verantwortung wird in verschiedenen Handlungsfeldern konkret. Angesichts der neuzeitlichen Differenzierung von Sachbereichen ist eine Vielfalt von Bereichsethiken entstanden, für die jeweils unterschiedliche Einzelwissenschaften relevant sind. Hierbei wird deutlich, dass Ethik nur interdisziplinär betrieben werden kann. Die Bereichsethiken als relativ eigenständige Diskussionszusammenhänge, die ein hohes Maß an Spezialisierung verlangen, sind durch die ethische Reflexion miteinander verbunden. Exemplarisch soll hier kurz ein Verantwortungsbereich behandelt werden, der sich auf autonome Roboter oder intelligente Systeme bezieht und konkret der Frage nachgeht, ob Roboter als Personen, ja vielleicht als Moral Agents angesehen werden können und als Folge davon Verantwortung tragen können. Sind Roboter also Subjekt oder Objekt der Ethik? Oder anders formuliert, sind sie Zweck an sich selbst oder ein Mittel zum Zweck? Diese Frage impliziert auch, ob Robotern Rechte zugewiesen werden können. Sie können sich bestimmt daran erinnern, wie heute früh auch darauf hingewiesen worden ist, dass der Sophia, ein humanoider Roboter, also 2017 die saudi-arabische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Zu dieser Frage sagt Professor Beschorner, Ordinarius und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen, in einem größeren Kontext Folgendes. Ich zitiere. Wenn wir einen kurzen Blick auf die Menschheitsgeschichte der Moral werfen, so ist diese nicht statisch, sondern ganz im Gegenteil ein Prozess der schrittweisen Inklusion in den Moral Club. Im antiken Griechenland und im Römischen Reich gab es Menschen und Sklaven, beide der Gattung Mensch, aber mit sehr unterschiedlichen moralischen Rechten. Vor gut 200 Jahren, um ein anderes Beispiel zu nennen, war die Vorstellung, dass Tieren moralische Rechte zugesprochen werden könnte, kaum denkbar. Können wir wirklich ausschließen, dass es in der Zukunft eine Roboterethik geben wird, bei der es um die Verantwortung gegenüber Robotern gehen wird oder gar Roboterrechte diskutiert werden? Soweit das Zitat. Die neueren Entwicklungen im Bereich der Wissenschaft und Technik zeigen also, dass man von neuem über den Menschen- und Personenbegriff nachdenken sollte. Bio- und Medizinethik, künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und neuere Entwicklungen im Bereich der Neurowissenschaften fordern die klassischen Menschenbilder heraus und scheinen den Menschen und die Person, die Verantwortung trägt, in den Hintergrund zu drängen. Denn 6 ethische Dilemmata der künstlichen Intelligenz identifizierte die französische Datenschutzbehörde. Herr Abdari hatte ja darauf heute früh hingewiesen. Und im ersten Punkt heißt es da, Entscheidung autonomer Maschinen als Bedrohung des menschlichen freien Willens. Und der 6. Punkt lautet, menschliche Identität im KI-Zeitalter. Wie sollen wir künftig mit humanoiden Robotern umgehen? Wir können hier natürlich nicht alle diese 6 Punkte behandeln, sondern wollen vielmehr aus der islamischen Perspektive diese Punkte 1 und 6 behandeln, indem wir konkret der Frage nachgehen, ob Verantwortung ohne Freiheit möglich ist.
Oder anders formuliert, können autonome Roboter oder intelligente Systeme aus islamisch-theologischer Sicht als Personen angesehen werden? Bevor ich versuche, diese Frage zu beantworten, will ich darstellen, was ich unter einer Person verstehe. Ich verstehe unter Person ein freies, vernünftiges, selbstbewusstes, identisches, sich im Laufe seiner menschlichen Entwicklung immer als Einheit begreifendes Subjekt, das moralisch und rechtlich zurechnungsfähig ist, also für seine Taten verantwortlich ist und endlich Würde besitzt. Die Frage ist also, ob diese meine Definition der Person mit den dazugehörigen Konnotationen auf autonome Roboter oder Maschinen oder intelligente Systeme übertragen werden kann. Scheinbar wird dies teilweise schon bei der Frage des automatisierten Fahrens gemacht, um das Haftungsproblem zu lösen. Denn in Deutschland hat die Ethikkommission automatisiertes und vernetztes Fahren für Politik und Gesetzgebung erste Leitlinien entwickelt, die eine Zulassung automatisierter Fahrsysteme erlauben. Allerdings im Hinblick auf Sicherheit, menschliche Würde, persönliche Entscheidungsfreiheit und Datenautonomie besondere Anforderungen stellen. In diesem Kontext hat der deutsche Verkehrsminister Dobrindt gesagt, ich zitiere, wir setzen den Computer gleich mit dem menschlichen Fahrer. Das heißt, damit wird die Haftungsfrage nach ihm geklärt. Weiterhin sagt er, der Fahrer darf also die Hände vom Lenker nehmen, dabei ein Buch lesen oder E-Mails checken. Wenn etwas passiert, haftet der Hersteller. Eine sogenannte Blackbox im Auto soll demnach die Fahrtsituation speichern und für den Fall eines Unfalls feststellen, wer gefahren ist und wer für Fehler verantwortlich ist, der Fahrer oder der Computer. Der Bericht dieser Ethikkommission umfasst insgesamt 20 Thesen. Kernpunkte sind, das automatisierte und vernetzte Fahren ist ethisch geboten, wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen als menschliche Fahrer, also die positive Risikobilanz. Dann Sachschaden geht vor Personenschaden. In Gefahrensituationen hat der Schutz menschlichen Lebens immer höchste Priorität. Drittens, bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen, also Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution unzulässig. Weiterhin, in jeder Fahrsituation muss klar geregelt und erkennbar sein, wer für die Fahraufgabe zuständig ist. Der Mensch oder der Computer. Wer fährt, muss dokumentiert und gespeichert werden. Unter anderem zur Klärung möglicher Haftungsfragen. Der Fahrer muss grundsätzlich selbst über Weitergabe und Verwendung seiner Fahrzeugdaten entscheiden können, also die Datensouveränität. Wie aus dieser Darstellung des Berichts der Ethikkommission über automatisiertes und vernetztes Fahren ersichtlich wird, wird der Computer als eine Quasi-Person angesehen, der Verantwortung übernimmt. Ist dies aber laut unserer Definition über die Person möglich? Dies will ich versuchen, aus der islamischen Perspektive zu klären. Zunächst kann gesagt werden, dass das koranische Menschenbild von der Einheit des freien Menschen ausgeht, der hier auf dieser Erde für seine Taten persönlich verantwortlich ist und deswegen im Jenseits zur Rechenschaft gezogen wird. Dies wird aus der Sure 17, Vers 14 folgenden deutlich, nach welcher der Mensch im Jenseits sein persönliches Buch lesen soll, in dem sein ganzes individuelles Leben auf dieser Erde verzeichnet ist. Dort heißt es nämlich, lies dein Buch. Du selbst genügst heute, um mit dir selbst abzurechnen. Wer der Rechtleitung folgt, folgt ihr zu seinem eigenen Vorteil. Und wer irre geht, der geht irre zu seinem eigenen Schaden. Und keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Jeder Mensch ist demnach für seine eigenen Taten verantwortlich. Also besitzt der Mensch auch Freiheit, denn ohne Freiheit ist Verantwortung nicht möglich. Deswegen heißt es auch in der Sure 18,29 über die Willensfreiheit, wer will, möge glauben und wer will, möge ungläubig sein. Diese Freiheit ist auch der Grund, warum jeder Mensch der Sure 17,84 zufolge nach der ihm eigenen Art und Weise handelt. Diese personenbezogene Art und Weise des Handelns macht das Individuum im Laufe seines Lebens in der Gesellschaft zu einer Persönlichkeit. Denn die Persönlichkeit ist etwas, was das Individuum
erst in der Gesellschaft in Wechselwirkung mit anderen erwirkt. Aus diesem Grunde wird er im Jenseits auch individuell für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen. Denn es heißt in der Sura 19,95, und sie alle werden zu Gott am Tag der Auferstehung als Einzelpersonen kommen. Man kann sich hier die Frage stellen, ob autonome Roboter, meines Erachtens ist dieser Ausdruck ein Widerspruch in sich, weil Roboter ja eigentlich die Bedeutung von Zwangsarbeit hat. Also ob autonome Roboter oder intelligente Systeme Freiheit besitzen, also inwieweit sie sich ohne Fremdbestimmung selbst bestimmen können und im Laufe ihrer Existenz gleich bleiben, also ob sie eine leiblich-seelische Einheit bilden oder in Zukunft bilden können und damit für ihre Handlung zur Rechenschaft gezogen werden können, also ihre Handlung als eine Persönlichkeit oder als ein Individuum verantworten können, die scheint meines Erachtens jetzt noch nicht möglich zu sein. Nun zu einem anderen Aspekt, nämlich der Mensch als Person vor dem Anspruch Gottes. Als Individuum ist jeder Mensch gleichgestellt. Deswegen spricht Gott im Koran, der als Rechtleitung für die Menschen gesandt worden ist, den Menschen auch als Mensch an und akzeptiert ihn damit als eine freie Person und verleiht ihm zur Würde. Ausdrücklich wird im Koran auch gesagt, dass der Mensch durch Gott geehrt worden ist. Der Gedanke vom Menschen als Stellvertreter Gottes auf Erden stellt eine personale Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und den Menschen her. Der Mensch als einmaliges Geschöpf Gottes steht also im Koran im Zentrum der Anrede Gottes. Gott erwartet eine Antwort von ihm und der Mensch antwortet in Freiheit, entweder positiv oder negativ, und muss sich dafür verantworten. Das heißt, die Existenz von Freiheit deutet notwendigerweise auf die Person hin. Wo also keine Freiheit existiert, existiert auch keine Person. Eine Person zu sein, ohne Freiheit zu besitzen, ist laut dem Koran undenkbar. Denn wenn der Mensch im Diesseits und Jenseits für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird, dann heißt dies, dass der Koran die Freiheit des Menschen voraussetzt und die Kontinuität des handelnden Subjekts hier auf dieser Erde und im Jenseits akzeptiert. Damit besitzt der Mensch eine personale Identität, also ein Ich, und kann deswegen als eine Person betrachtet werden, die vor dem Anspruch Gottes steht. Es scheint jedoch nicht der Fall zu sein, dass autonome Roboter oder intelligente Systeme eine personale Identität, also ein Ich, besitzen. Damit sind sie aus dieser Perspektive auch keine Person. Denn gegenüber wem sollen sich die autonomen Roboter oder intelligenten Systeme verantworten? Und wer soll sie belohnen oder bestrafen? Und wie soll zum Beispiel die Bestrafung aussehen? Nun zu einem anderen Aspekt des Personenbegriffs in der islamischen Mystik. Die verschiedenen islamisch-theologischen Disziplinen haben dieses Personenkonzept des Korans übernommen und weiterentwickelt. Was die Sufis betrifft, so hören sie eher auf das eigene Herz und auf die eigene Erkenntnis oder Intuition als etwa auf das Urteil eines orthodoxen Theologen, einer Schulmeinung oder gar eines Herrschers. So stand für die islamischen Mystiker das Innenleben des Menschen im Zentrum ihrer Beschäftigung. Denn ihre Devise lautete, wer sich selbst kennt, kennt auch seinen Herrn. Mit diesem Ansatz drangen sie in die Tiefen des Menschen ein und entwickelten für ihre feinen personalen Erfahrungen besondere Termini Techniki. So zeigt zum Beispiel Al-Ghazali in seinen Werken, dass Reue eine universale menschliche Erfahrung ist, das heißt eine notwendige Konsequenz der Selbsterkenntnis. Denn zu bereuen bedeutet für ihn die Einzigartigkeit, des Selbst zu erkennen und für vergangene Handlungen Verantwortung zu tragen, die wiederum impliziert, dass die bereuende Person in Freiheit sich von der Last der Vergangenheit befreit. Die Reue und andere Zustände sowie geistige Stationen dienen im Sufismus zur Verfeinerung, Kultivierung und Reinigung der schlechten Eigenschaften des Menschen, also zum Tahsibul Akhlaq, die mit der Zeit dann zu verschiedenen Bewusstseinsstufen führt. Die Einteilung des Ichs in Nafsul Ammara, also das Ich, das Schlechtes befiehlt, oder Nafs al-Lawwama, das Ich, das sich selbst tadelt, die im Koran vorkommen und von den Mystikern mit Erfahrungsinhalten gefüllt worden sind, können als verschiedene Bewusstseinsstufen des Ichs gedeutet werden.
Dies wird auch bei dem türkisch-islamischen Mystiker Yunus Emre deutlich, der im 13. Jahrhundert seine Ich-Erfahrung folgendermaßen zum Ausdruck bringt. Ich habe ein Ich in meinem Ich innerhalb meines Ichs. Die persönliche Beziehung der Mystiker zu Gott erreichte in der Gottesliebe ihren Höhepunkt, denn die Liebesbeziehung ist eine sehr persönliche und intime Beziehung. Im Sufismus ist beim Fenafillah, also Entwerdung in Gott, der Wissende und das Gewusste gleich. Die Dualität zwischen Mensch und Gott verschwindet in diesem Zustand. Der Wissende wird eins mit dem Bewussten. Das heißt, dass der Sufi vorübergehend sein Ich-Bewusstsein verliert und er danach wieder zu sich kommt. In diesem Stadium tritt eine Ich-Erweiterung ein, sprich ein Zuwachs an göttlichen Qualitäten, weil die persönliche Beziehung zu Gott hier intensiver wird. Und hier hat Gott allein das Recht, Ich zu sagen. Man kann sich im Kontext der islamischen Mystik die Frage stellen, warum man sehr oft von künstlicher Intelligenz spricht und aus welcher Quelle diese künstliche Intelligenz eigentlich hervorgeht. Denn es gibt nicht wenige, die den Ausdruck der künstlichen Intelligenz irreführend finden, weil man diese Intelligenz mit der menschlichen Intelligenz nicht vergleichen kann. Es wird dazu zum Beispiel, also dies wird als Fake Intelligence zum Beispiel benannt. Die islamischen Mystiker würden sagen, dass die Intelligenz des Menschen an sein Herz gebunden ist, aus der auch die Intuition hervorgeht. Das heißt, besitzt eine künstliche Intelligenz auch ein wirkliches, also nicht simuliertes Innenleben? Kann die künstliche Intelligenz zum Beispiel wirklich träumen oder sich selbst betrügen? Oder kann die künstliche Intelligenz als eine Konsequenz der Selbsterkenntnis die Einzigartigkeit des Selbst erkennen und für vergangene Handlungen Verantwortung tragen? Die wiederum impliziert, dass die künstliche Intelligenz in Freiheit sich von der Last der Vergangenheit befreit. Kann die künstliche Intelligenz verschiedene Bewusstseinsstufen besitzen wie der Mensch und sich damit durch Transformation des Ichs charakterlich verfeinern? Und wie steht es mit der Liebe? Kann die künstliche Intelligenz wirklich lieben? Denn die Liebesbeziehung ist ja, wie die Sufis behaupten, eine sehr persönliche und intime Beziehung. Und gibt es überhaupt bei autonomen Robotern oder intelligenten Systemen einen Erkenntnisakt, das nicht vorprogrammiert ist? Mit anderen Worten, kann sich die künstliche Intelligenz mit dem Erkenntnisobjekt wirklich identifizieren? Und wie steht es mit der Meditation? Können autonome oder humanoide Roboter oder intelligente Systeme sterben, ohnmächtig werden, einen Hirntod oder Wachkummer erleiden und Nahtoderlebnisse haben? Dies sind Zustände, die eine Person haben oder erleiden kann. Dies scheint nicht möglich zu sein. Dazu will ich noch kurz auf einige Argumente von islamischen Philosophen und diskursiven Theologen eingehen, um die Person oder das Ich näher zu verstehen und sagen zu können, dass autonome Roboter, intelligente Systeme und die künstliche Intelligenz keine wirkliche Freiheit besitzen können und deswegen auch keine Personen sind, die Verantwortung übernehmen können. Das Ich in der islamischen Philosophie und der diskursiven Theologie. Der muslimische Theologe und Philosoph Al-Razi äußert sich auch über die Person. In Sure 89, Vers 27 bis 30 heißt es, O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und von seinem Wohlgefallen begleitet zurück. Tritt in die Reihen meiner Diener ein und tritt ein in mein Paradies. Dies auslegend sagt Razi über die Einheit des Menschen, wisse, dass deine Nefs, also dein Ich, deine Wesenheit und Wirklichkeit ist. Und sie, also die Nefs, ist das, womit du mit deinem Wort Ich hinweist, wenn du über dich selbst mit den Worten Ich habe gemacht, ich habe gesehen, ich habe mich erinnert, zum Beispiel berichtest. Jedoch ist das, worauf mit diesem Ich hingewiesen wird, nicht dieser Körper. Schließlich sind die Teile dieses Körpers veränderlich, während das, worauf du mit diesem Wort Ich hinweist, nicht veränderlich ist. Denn ich weiß mit Notwendigkeit, dass ich das gleiche Ich bin, der vor 20 Jahren auch existierte. Das, was sich verändert, kann nicht identisch mit dem sein, was sich nicht verändert. Folglich besteht die Nefs, also das Ich, nicht aus diesem Körper.
Soweit Rasi. Die gleichen Ideen gibt Rasi in der Auslegung der Sure 1785 wieder, wo es heißt, und sie fragen dich nach dem Geist. Sprich, der Geist gehört zur Fügung meines Herrn und euch ist zum Wissen nur wenig zugekommen. Er diskutiert hier ausführlich die Frage, was ist der Mensch, und widerlegt die Ansicht einer Gruppe von islamischen Theologen, die behaupten, dass nur die äußere Gestalt des Menschen den Menschen ausmacht. Zu diesen Theologen gehört Abul Huzail al-Allah, der Führer der mutazilitischen Schule von Basra, der den Menschen als dieser manifeste und sichtbare, essende und trinkende Körper definiert und das Leben vom Menschen unterscheidet. Das heißt, für ihn ist das Leben oder der Geist ein Akzident. Und der mutazilitische Menfurati betrachtet den Menschen als ein unteilbares Teil oder Atom, der im Herzen seinen Sitz hat. Gegen diese Art von Gelehrten führt Rasi verschiedene Beweise an, um das wahre Wesen des Menschen darzulegen. Zwei dieser Beweise will ich hier exemplarisch anführen. Der erste Beweis. Wenn der Mensch sich in eine Sache vertieft und sein Denken sich auf etwas Spezielles konzentriert, dann nimmt der Mensch seinen ganzen Körper und jeden seiner Glieder nicht wahr. Während er aber sein Ich wahrnimmt, denn in diesem Zustand kann er Äußerungen abgeben wie, ich habe dein Wort gehört und ich habe dein Gesicht gesehen. Das heißt, das suffigierte Personalpronomen Ich, also auf Arabisch Tu, weist in diesem Ausdrücken auf das Selbst, also das Ich des Menschen hin. Das Ich-Bewusstsein begleitet also immer den Menschen. Ein weiterer Beweis besteht für Rasi darin, dass die Menschen die Organe ihres Körpers nicht auf ihren Körper, sondern auf ihr Ich, also selbst beziehen, wenn sie sagen, mein Kopf, meine Hand und mein Herz. Diese Ausdrücke analysiert Rasi grammatikalisch und weist darauf hin, dass sie Genitivverbindungen sind. Und bei Genitivverbindungen ist das Leitwort verschieden vom Attribut, also vom Genitiv selbst. Das heißt, dass die Menschen beim Gebrauch des Ausdrucks mein Herz, das Wort Herz nicht auf ihren eigenen Körper beziehen, sondern auf ihr Ich. Folglich ist der Mensch verschieden als die Gesamtheit seines Leibes und jeden seiner Glieder. Weiterhin sagt Rasi, dass jeder Mensch nur ein Ich besitzt und diesem Ich auch seine eigene Existenz bewusst ist. Das heißt, für Rasi besitzt das Ich eine einmalige Individualität, Selbstbewusstsein, also Wissen um das eigene Dasein und somit eine personale Einheit. Denn es ist das Ich, das durch das Auge sieht, durch das Ohr hört, mit dem Verstand denkt und mit dem Herzen versteht. Diese Organe sind das Werkzeug des Ichs, also der Seele. Das Ich stellt für ihn somit die Einheit von Fühlen, Denken und Wollen dar. Das Ich wahrt folglich für Rasi auch die Kontinuität des Menschen und der Person im Gegensatz zu der Ansicht der Mehrheit der Eschariten, die davon ausgehen, dass die Kontinuität des Menschen durch Gott aufrechterhalten wird. Es ist für Rasi auch das Ich, das bestehen bleibt, wenn der Körper des Menschen tot ist. Und im Jenseits wird das gleiche Ich für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Wir haben also hier gesehen, dass der Personenbegriff nicht auf autonome Roboter, intelligente Systeme oder auf die künstliche Intelligenz übertragbar ist. Denn diese verfügen wie der Mensch nicht über Geist, Herz, Freiheit, Vernunft, Selbstbewusstsein und Selbstidentität. Aus diesem Grunde können sie auch nicht für Handlungen zur Verantwortung gezogen werden, weil sie nicht zurechnungsfähig sind. Die künstliche Intelligenz kann auch mit dem Deep Learning den Menschen nicht übertreffen oder sogar ihn ablösen, weil sie ja selbst ein Produkt des Menschen ist und der Mensch nicht nur auf sein Gehirn reduzierbar ist. In dieser Hinsicht ist der Mensch einzigartig, weil der Mensch Werte und Fähigkeiten besitzt, die ihn vor der künstlichen Intelligenz auszeichnen, wie zum Beispiel Freiheit, Spontanität, Kreativität, Liebe, Empathie, Vorstellungskraft, Kunst, Poesie, Sinngebung, Fehleranfälligkeit, Selbsterhaltungstrieb, Flexibilität, Innovationskraft, moralisches Denken und Zuversicht. Man kann natürlich noch andere hinzufügen.
Ich denke, dass der Mensch in der Gegenwart und in der Zukunft die künstliche Intelligenz auch dazu nutzen kann, um sein eigenes Überleben zu sichern. Dazu ist der Mensch fähig, denn er birgt in sich noch viele Potenziale, die er noch nicht ausgeschöpft hat. Aus diesem Grunde teile ich nicht die Ansicht von Jürgen Schmidhuber, einer der Erfinder des Deep Learnings, dass ein künstliches Leben in der Zukunft entstehen wird, ein Leben, das robuster ist und sich von unserer Biosphäre ausbreiten und die Milchstraße und schließlich das ganze Universum kolonisieren und intelligent machen wird. Schmidhuber sagt schließlich, die Erde wird künstlichen Intelligenzen eng erscheinen und sie werden ins All streben, wo unendlich viel Energie lockt. Wir Menschen sind für die KI so interessant wie Ochsenfrösche für uns. Dies stellt natürlich eine Herabwürdigung des Menschen dar und man fragt sich, wo hier die Menschenwürde bleibt. Beenden will ich deswegen meinen Vortrag durch die Worte von Slavoj Žižek, der wie viele andere auf diese Gefahr hinweist. Er sagt, wer für Grundrechte von Robotern plädiert, treibt ein doppeltes Spiel. Er will die Freiheit der Menschen einschränken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.